Und du? Khajiit, hast nichts zu sagen. Ich heiße euch willkommen, Freund. Wie kann ich euch behilflich sein? Und da ist eine Einsamkeitwache, oder? Wenn ihr nach Einsamkeit gekommen seid, um euch der Armee anzuschließen, dann sprecht mit Ricke. Ja, wenn nicht, dann haltet eure Nasen aus anderer Leute Angelegenheiten raus. Oder ihr endet wie... Was ich euch jetzt mal zeigen möchte, wenn ich darauf darf. Ja, geht. Ich hoffe, das sieht man von hier aus. Ich weiß es nicht. Nee, sieht man nicht. Okay. Ich wollte euch jetzt eigentlich was zeigen. Das sieht man, glaube ich, aber nur von außen. Wenn nicht... Ich hoffe, dass man es von innen auch sieht. Wenn nicht, müssen wir nochmal außen vorbeigehen. Aber das habt ihr bestimmt im Trailer auch schon gesehen, was ich euch da zeigen will. Na? Ach ja, der gute Ladebildschirm immer. Und wir haben Einsamkeit. Sie dürfen Onkel Rock mir nichts antun. Sagt ihm, dass er es nicht war. Alle auf Position. Ich will nicht reden. Geht und wartet dort, bis okay. Danke, dass ihr mit mir geredet habt. Wer bist denn du? Was? What the fuck? Hab ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Verdammt. Ich check's schon wieder nicht. What the fuck? Ich bin doch nur hier raufgelaufen. Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie was falsch gemacht hätte. Aber naja. Wenn sie meinen, habe ich mich schon mal sehr, sehr dezent angekündigt hier. Ariana, lass das. Das war schon alles, wirklich? Ihr habt mich besiegt. Die Ariana schnitzelt doch wieder die halbe Stadt ab. Ja, ich warte eigentlich nur darauf, dass jetzt einer angerannt kommt und uns Kopfgeld kassieren möchte. Ich glaube, ich hatte mehr erwartet. Glänzende Gewänder. Aha, aha, aha. Was ist das hier? Scheint mal eine Schenke zu sein. Zwinkern das Skeva. Neu in der Stadt, stimmt's? Wenn ihr eine Übernachtungsmöglichkeit sucht, geht zum Zwinkern ins Skeva. Die betreiben eine gute Herberge. Stehe ich doch schon davor. Da gehe ich jetzt auch rein. Oh, Arianas Ding hat Arianas Antonarch, genau so nennt man die, hat sich aufgelöst. Jetzt habe ich den Namen fast vergessen. Oh, die Schenke schaut mal anders aus. Es scheint immer mehr zu tun zu geben. Hallo Malborn. Ja? Unsere gemeinsame Freundin schickt mich. Wirklich? Ihr wisst, für wen sie sich entschieden hat? Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Also, die Sache läuft so. Ich kann einige Gegenstände für euch in die Botschaft schmuggeln. Bringt selbst nichts anderes mit. Mit den Talmor ist in Sachen Sicherheit nicht zu spaßen. Gebt mir alles, worauf ihr nicht verzichten könnt, und ich sorge dafür, dass es in die Botschaft gelangt. Alles andere bleibt euch überlassen. Was sollte ich mitnehmen? Was fragt ihr mich? Sie hat versprochen, jemanden zu schicken, der sein Fach versteht. Wenn ihr tatsächlich lebend da rauskommen wollt, solltet ihr alles mitnehmen, was ihr zum leisen Bewegen und zum schnellen Töten so braucht. Okay. Hier ist alles, was ich brauche. Na schön, ich bringe das für euch in die Botschaft. Ich muss los. Ich finde euch schon auf der Feier. Keine Sorge. Was braucht man denn? Ich glaube, da unten sind die Waffen gemeint, oder? Deshalb mal die Waffe und unsere Rüstung. Würde ich jetzt einfach mal vermuten, dass da die Waffe gemeint ist damit. Und ein paar Zaubertränke. Zehn Stück schmuggeln wir mal da rein mit. Und die. Okay. Dann müssen wir Delfine treffen. Waffenlos und halbnackt. Klasse. Haben wir irgendwas zum drüberwerfen oder so? Bekleidung. Nee, irgendwie auch nicht. Ich müsste mir mal kurz von dir eine Was Kette braucht leihen. Ihr, Wächter? Aber Was die braucht Kleider, ihr? Die Textur ist einigermaßen gut gemacht, sage ich jetzt mal. Ich nehme mal die da. Nur so, dass wir irgendwas haben. Zum nächsten Mal, dass wir nicht ganz so unbekleidet rumlaufen. Das Befiedern gefällt mir. Es ist schwierig. Mach ich dir raus. Kommt leise. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Ja, ich habt weiß. Ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ja, kluger Gott, Mann. Bitte.
So, und wo ist jetzt Ariana? Rampf, nicht Ariana. Delfine suche ich. Das kenne ich mich schon gar nicht mehr aus. Warum haben wir eigentlich Einsamkeit noch nicht entdeckt? Ach, ich kann schon reisen, okay. Nein. Bei den Stollen muss ich sie treffen. Dann würde ich sagen, reise ich mal kurz nach Einsamkeit. Das wird uns wahrscheinlich an diesem Tor hier rauswerfen. Ja. Da müssen wir nur noch zu den Stollen runterlaufen. Und hoffen, dass der Malborn, oder wie der heißt, seinen Job richtig macht und unser Schwert da gut reinbringt. Ich hoffe, dass er jetzt nicht mit unseren Waffen abhaut. Das ist ein kleines Problem. Eine ganze Stadt in die Luft gejagt. Verdammt. Was? Wer hat eine ganze Stadt in die Luft gejagt? Ja, ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. So, sind das jetzt... Nee, das sind doch nicht die Ställe. Hier sind die da unten wahrscheinlich. Ja, hier sind die Ställe von Einsamkeit. Sieht man das jetzt von hier? Genau das wollte ich nämlich eigentlich mehr oder weniger zeigen, dass diese Stadt über einen Fluss gebaut ist. Was ich äußerst cool finde. Und hier müsste jetzt irgendwo Delfine rumstehen. Ja, hier ist sie. Habt ihr Malborn die Sachen gegeben, die ihr in die Botschaft schmuggeln wollt? Ja, ja, Malborn ist stärker. Ich habe eure Einladung zur Feier. Aber an den Wachen werdet ihr nur vorbeikommen, wenn sie wirklich glauben, dass ihr ein geladener Gast seid. Und das heißt, ihr müsst auch wie ein Gast aussehen und dürft nicht bis an die Zähne bewaffnet kommen. Hier, legt das an. Wenn ihr bereit seid, verwahre ich den Rest eurer Sachen, bis ihr wieder zurück seid. Ihr werdet nur das haben, was Malborn für euch hineingeschmuggelt hat und das, was ihr drinnen eventuell noch finden könnt. In dieser Kleidung könnt ihr nicht auf einer Feier in der Boot... Ja, ich zieh mich schon um. Ist gut. Ist sonst noch was? Der Talmor erscheinen. Oh Gott. Das... Seid ihr bereit, die Kutsche zur Botschaft zu besteigen? Ja, ich bin bereit. Keine Sorge, das wird alles bis zu eurer Rückkehr auf euch warten. Seht nur zu, dass ihr mit den Informationen, die wir brauchen, lebend wieder dort herauskommt. Ich versuch's. Irgendwie sieht das ziemlich scheiße aus, was wir da haben. Aber naja. Diesmal der Wurscht, wie man so schön sagt. So, aber ich muss jetzt mal kurz eine kurze kleine Aufnahmepause machen, weil meine Batterie langsam leer wird. Man sieht sich dann in 2 Sekunden. So, da bin ich wieder. Meine Verspätung liegt an den verwirrenden Wegen dieses götterverdammten Berges. Willkommen in der Botschaft der Talmor. Eure Einladung bitte. Ja, bitte. Vielen Dank, mein Herr. Geht einfach hinein. Eigentlich komme ich ja lieber. Danke. Nun denn, hier ist meine Einladung. Willkommen in der Botschaft der Talmor. Ach, ein Zauberer. Entschuldigung, habe ich mal anders hingehockt, deswegen war ich jetzt nicht da. So. Hallo. Willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Elenven, die Botschafterin der Talmor in Himmelsrand. Und ihr seid? Ich heiße übrigens Orik. Ah, richtig. Ich habe euren Namen auf der Gästeliste gesehen. Bitte, erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses... nach Himmelsrand? Was gibt es, Malborn? Wir haben leider keinen Altowein mehr. Gestattet ihr, dass ich den Arentia-Rotwein entkomme? Natürlich. Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Ja, Frau Botschafterin. Verzeihung. Wir müssen uns später besser bekannt machen. Bitte, amüsiert euch. Sehr freundliche Person. Was kann ich euch bringen? Ihr habt es geschafft. Gut. Sobald ihr die Wachen ablenkt, öffne ich diese Tür. Dann könnt ihr euch auf den Weg machen. Ja, was benötigt ihr? Wie soll ich die jetzt ablenken? Auf Wiedersehen. Es tut mir leid, mein Herr. Ich bin was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen?